Ja, guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Julian Nagelsmann, wir grüßen Bruno Labbadia. Julian, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Unten wurde eifrig diskutiert, hätte man Adler rot geben müssen, war es ein Rückpass oder nicht, war der eine ein Elfmeter oder der andere. Vielleicht kannst du mal einordnen, wie du den Nachmittag so erlebt hast. Erstmal herzlichen Dank für die Glückwünsche. Ich glaube, wir sind ganz ordentlich in die Partie gekommen. Haben dann eine sehr große Doppelchance gehabt mit André Kramaric und dann Margut beim Nachschuss. Wenngleich der HSV auch in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance hatte, die sie besser verwerten können. Da war es ein bisschen, ein bisschen wildes Spiel. Wir hatten viele Räume, die wir sehr, sehr schlecht genutzt haben und hatten deshalb nicht so viel Entlastung, wie wir gern gehabt hätten. Sind dann Gott sei Dank 2-0 in Führung gegangen, konnten es nicht so lange halten, aber dann in der zweiten Halbzeit hat man eigentlich diese Räume nochmal angesprochen, die wir auch vor dem Spiel schon angesprochen hatten. Hatten dann aber noch weniger Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, noch weniger Entlastung. Hamburg hat dann natürlich noch die ein oder andere Offensivkraft gebracht, sodass wir insgesamt ein bisschen tiefer reingedrückt wurden, konnten dann Gott sei Dank einen Konter zum Tor verwerten. Hat noch zwei, drei Riesenkonter, wo man ein Tor machen müssen. Genauso der HSV, wo der Olli zwei, dreimal herausragend hält und uns den Druck wegnimmt, indem wir da kein Anschlusstor bekommen. Von dem her sind wir heute glücklich, dass wir gewonnen haben auswärts, wenngleich uns absolut bewusst ist, dass das kein Sahnetag von uns war. Danke dir, Bruno. Deine Analyse unten war eigentlich recht knapp. Wenn man die Chancen nicht verwertet, kann man das Resultat auch nicht liefern. Wie hast du ansonsten die Dinge einzuordnen aus Sicht des HSV heute Nachmittag? Ich denke, es ist heute relativ einfach auf den Punkt zu bringen. Wir sind top ins Spiel gestartet. Wenn ich nur an die Möglichkeit von Ilicevic denke, wenn er den Ball normal mitnimmt, stehen wir alleine vom Tor, ich glaube nach einer Minute oder sowas. Und so hatte ich das Gefühl, dass wir super im Spiel waren und dann im Grunde einmal einen Konter bekommen haben, wo dann ein bisschen eine Unruhe reinkam. Wir haben extrem viele Möglichkeiten gehabt, die nicht zu Möglichkeiten gekommen sind, weil wir das nicht ausgespielt haben oder den Mann nicht gut angespielt haben. Und im Endeffekt sind wir heute einfach an unserer eigenen Chancenverwertung gescheitert. Danke dir. Fragen an die beiden Trainer? Hier vorne in der ersten Reihe bitte. Ich würde einfach die gleiche Frage wie du stellen und vielleicht können beide Trainer sie diesmal beantworten. Welche war denn das jetzt? Die Frage nach den Schiedsrichterentscheidungen. Es waren ja sehr, sehr viele strittige Situationen. René Adler, rot oder nicht rot, Elfmeter, ja, nein, zweimal. Das an beide vielleicht. Also bei René Adler hat er es klar so gedeutet, dass der Spieler weggegangen ist vom Tor, deswegen hat er die gelbe Karte gegeben und ich glaube, das erste Tor war für mich jetzt kein Abseits, da haben wir unnötig auf Abseits gespielt. Und das zweite war für mich kein gezielter Rückpass. Die habe ich nicht gesehen, das kann ich nicht sagen. Also ich sage auch kurz was. Bin weit davon entfernt, da jetzt eine rote Karte zu fordern in der Emotion. Am Spielfeldrand, glaube ich, da kann der Bruno mich auch verstehen. Ist das normal, dass man denkt, ja, vielleicht kann man da rot geben. Ich war ein Regelkunde im Fußballlehrer sehr schlecht. Der vierte Offizielle hat mich dann nochmal darauf hingewiesen, dass der Ball weg vom Tor rollt. Dann gibt es keine rote Karte, ist absolut okay. Ich freue mich, dass der René Adler nächste Woche spielen kann. Die Rückpasssituation sehe ich genauso. Wir beschweren uns natürlich nicht. Wir haben den Gott sei Dank reingemacht. Aber ich glaube, es war jetzt keine klare Aktion. Aber das ist auch mal ein bisschen Auslegungssache. Dann der Elfmeter gegen uns habe ich auch nicht genau gesehen. Ball ist wohl ein bisschen an die Hand, aber war wohl am Körper. Aber es waren viele Situationen auf beiden Seiten. Das ist dann irgendwie ausgleichend. Das hat so ein bisschen gepasst. Das Spiel war einfach ein bisschen unruhig heute. Komplett. Bitte. Vielleicht da kommt die junge Dame nochmal. Herr Labbadia, ich würde mich ganz gerne nochmal nach dem Stand von Johan Giroud erkundigen. A, was hat er denn jetzt nun wirklich? Und B, hat der Kapitän heute gefehlt, auch in dem Spiel? Kapitän fehlt immer, wenn er nicht dabei sein kann, ist doch keine Frage. Und wir haben es ja auch gestern schon gesagt gehabt, der hat einen Infekt und mehr kann ich nicht dazu sagen. Wir wissen noch nicht, wie lange das dauern wird, das wird sich jetzt zeigen. Es ist jetzt nichts Akutes und deswegen hofft man, dass er so bald wie möglich wieder dabei ist.
Ja, das war es offenbar. Julian, gute Heimreise. Danke. Viel Erfolg nächstes Wochenende. Danke. In Köln. Bruno, schönen Abend. Danke.